Mitte des 19. Jahrhunderts brachte der Goldrausch tausende Siedler an die Westküste Amerikas. Aber das Gold zu finden war wohl einfacher, als es nach Osten zu transportieren. Die strapaziöse 6-monatige Reise per Kutsche ließ sich nur vermeiden, indem man die schmalste Stelle des Kontinents passierte, den 48 Kilometer breiten Isthmus von Panama. Ab 1855 verkürzte eine Eisenbahnlinie durch die Region die Reise erheblich, doch das End- und Beladen der Schiffe in den Häfen kostete Zeit und Geld. Um die beiden Ozeane miteinander zu verbinden, brauchte die Schifffahrt einen Kanal, eine ununterbrochene Seepassage durch den Isthmus. Den ersten Versuch für dieses gewaltige Bauprojekt unternahm 1881 der französische Diplomat Ferdinand de Lesseps. Er hatte bereits in Ägypten den Bau des Suezkanals geleitet, doch der Erfolg war ihm zu Kopf gestiegen. Er wollte den Kanal auf Meereshöhe graben, obwohl man dafür quer durch den Gebirgszug der kontinentalen Wasserscheide hätte bohren müssen. Die Baumaßnahmen wurden durch ständige Erdrutsche vereitelt. Weil de Lesseps die Baustelle nur kurz während der Trockenzeit besucht hatte, waren seine Arbeiter weder auf sintflutartige Regenfälle vorbereitet, noch auf giftige Tiere oder tropische Krankheiten. Nach Ausgaben in Höhe von 287 Millionen Dollar und dem Verlust von 22.000 Menschenleben gaben die Franzosen das Projekt auf. Die USA hatten zuvor den Bau eines Kanals durch Nicaragua erwogen, doch nun, da Frankreich gescheitert war, lockte die Chance auf Erfolg in Panama. Auch dortige Politiker waren an einem Kanal interessiert, der dem Land Handel und Ansehen bringen würde. Allerdings gehörte Panama damals noch zu Kolumbien, welches die Verhandlungen mit den USA zu verzögern versuchte. US-Präsident Theodore Roosevelt jedoch witterte seine Chance und bot Panama militärische Unterstützung für einen Putsch an. 1903 spaltete sich das heutige Panama innerhalb weniger Tage von Kolumbien ab. Wenig später unterzeichnete es ein Abkommen für den Baubeginn des Kanals. Gut 10 Jahre nach Abzug der Franzosen waren die Amerikaner fest entschlossen, die Fehler ihrer Vorgänger zu vermeiden. Anstatt den Berg auf Meereshöhe abzutragen, planten sie, das Meer auf die Höhe des Berges anzuheben. Dazu sollten schwere Stahltore den Kanal in Kammern mit unterschiedlichen Wasserständen unterteilen. Damit ein Schiff den Kanal passieren kann, sollte sich ein Schleusentor nach dem anderen öffnen, dadurch den Wasserstand in der nächsten Kammer absenken und das Schiff anheben, damit es weiterfahren kann. Geplant waren 5 dieser sogenannten Kanalschleusen, 3 auf der atlantischen und 2 auf der pazifischen Seite. Diese sollten die Schiffe auf 26 Meter über den Meeresspiegel anheben. Für den Betrieb dieser Schleusen war ein riesiges Wasserreservoir erforderlich. Das tiefgelegene Tal des Rio Chagres bot zum Glück eine natürliche Lösung. Durch den Bau eines Damms kurz vor der Flussmündung konnte das gesamte Tal geflutet werden. Mit einer Höhe von 32 Metern und einer Breite von über 800 Metern war der Gatun-Damm der größte seiner Art. Dank dieses innovativen Plans mussten die Amerikaner nicht den gesamten Berg abtragen, sondern nur die Trasse für den Kanal. Dennoch war der Arbeitsaufwand gigantisch. Trotz der Vorarbeiten der Franzosen dauerte es über 9 Jahre, bis die 24.000 Arbeiter den Culebra Cut, einen etwa 14 Kilometer langen Kanal durch die kontinentale Wasserscheide, gesprengt, gebohrt und geschaufelt hatten. Die Eisenbahnlinie, die umtrassiert worden war und nun am Kanal entlang führte, transportierte für den Bau des Gatun-Staudamms über 76 Millionen Kubikmeter Erdaushub ab. Doch der Bau war nur die halbe Miete. Armeeführer bemühten sich zwar um Abwassersysteme und medizinische Versorgung, aber Unfälle und Krankheiten kosteten 5.000 Arbeiter, zumeist schwarze Migranten aus der Karibik, das Leben. Im Herbst 1913 war es dann endlich soweit. Ein telegrafisches Signal von Präsident Woodrow Wilson löste eine Deichexplosion aus, die den Culebra Cut flutete und den Atlantik mit dem Pazifik verband. Heute durchqueren jährlich fast 14.000 Schiffe die Landenge, jedes in weniger als 12 Stunden.
Der Kanal ist nach wie vor Panamas Haupteinnahmequelle. Und nachdem das Land 1999 dessen Eigentümer wurde, trägt er auch zum Nationalstolz bei. In diesem Video lernst du alles über die 800-jährige Geschichte und die Architektur des schiefen Turms von Pisa. Außerdem erfährst du, warum er so schief ist. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um jede Woche neue Videos zu sehen.